Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Let's Play Die Sims nachhaltig leben. Wir haben letzte Folge ziemlich was geschafft in unserer Rosebud Challenge, sind endlich vorangekommen und sind jetzt hier bei unseren Nachbarn im Haus eigentlich. Können uns aber nicht anschauen. Okay. Gut, fängt gut an. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber naja, wir gehen jetzt einfach mal hier hin, dann kommen wir ja wieder raus. Wir sind überhaupt nicht gut zufrieden, weil wir den letzten Feiertag einfach nicht gut verbracht haben. Wir haben noch keinen Partner und auch keinen gefunden und sind ganz traurig. Oh, Schippe. Naja, geht vorbei und zwar in 2 Stunden. Von daher können wir jetzt mal gucken, was wir als nächstes machen. Wir haben einen Job. Wir hatten die 500 Simoleons zusammen, dass wir uns einen Job suchen durften. Und der fängt allerdings erst in 2 Tagen an. Das heißt, wir haben genug Zeit, was zu tun. Und das machen wir jetzt auch. Wir müssen nämlich, glaube ich, noch die Blumen gießen. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht noch andere Sachen erledigen können. Und zwar, nee, wir brauchen gar nicht gießen. Aber wir können noch mal im Müllcontainer suchen, ob wir dort was finden. Oh, Sojawachs können wir auch schon wieder sammeln. Mensch, jetzt geht es ja wirklich endlich mal richtig voran. Ah, der ist leider leer. Der Müllcontainer. Was ist mit dem hier hinten? Der ist auch leider leer. Gut. Dann können wir halt eben nichts sammeln. Aber das macht gar nichts. Weil wir müssen jetzt eh erstmal duschen gehen. Dann verlieren wir auch keine Hygiene. Und dann gucken wir mal, wen wollen wir denn mal näher kennenlernen? Ich habe da noch nicht so die wirklichen dabei, die ich jetzt so gut finde. Nee. Was ich gerne mal machen würde, wäre ein Apartment besuchen. Und ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Ich habe ja vor der letzten Folge eine Herren-WG und einen Herrn allein in die Apartments gesetzt, damit wir hier ein bisschen Männerauswahl haben. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal die Apartments an, wie die so aussehen, weil wir waren ja schon bei Harris zu Besuch und Moment, bei Greenberg waren wir natürlich auch schon und bei Tinker glaube ich auch. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal hier die Apartments besuchen. Wir besuchen mal Lopez. Die beiden und gucken mal, wie die so wohnen. Ich musste gerade gähnen, Entschuldigung. Schon ein bisschen spät bei mir. Ah ja, hier ist der Aufzug und aus irgendeinem Grund steht Garfield hier. Garfield O'Connor. Sag mal, hallo? Na, junge Mieze, was machen Sie denn hier? Oh, hallo. Oh, ich liebe Miezis, ich liebe Hunde. Ich habe selber 2 Hunde. Die werde ich euch im Laufe des Let's Plays auch noch vorstellen. Die werden nämlich. Ja, die werden nämlich mit einziehen bei Sophie und zu denen mache ich dann auch noch eine Folge, wo ich die erstelle, wo ich vielleicht auch ein paar Originalfotos mal mit reinpacke, einfach damit ihr mich so ein bisschen kennenlernt. Weil ich habe ja keine Facecam oder so. Ich habe nämlich gesagt, am Anfang werde ich mir keine Facecam extra kaufen oder es irgendwie groß einrichten. Das mache ich später vielleicht irgendwann mal. Aber damit ihr mich so ein bisschen schon mal kennenlernt, dachte ich, binde ich mal meine Hunde hier mit ein, dass ich euch die dann erstelle und ja, dazu passend dann auch Videos mache. Jetzt gucke ich mal. Nach unten kann ich. Ach, und hier draußen ist der Zugang dazu. Ach, wie cool. Okay. Kann ich da hingehen? Kann ich da? Hallo? Hallo? An Tür klopfen. Das wollte ich tun. Dann düsen wir da doch mal hin. So. Kommt Garfield mit? Ja, da kommt er. Klopf, klopf. Ach, schön. So ein Apartment hat auch was, ne? Küche. Einfach eingerichtet. Hier nebenan wohnt ein anderer Mann noch. Ach, Schal ist toll. Super. So, ja, wir stellen uns einfach mal hier vor. Hallo, freundlich vorstellen. Aber wir setzen uns einfach aufs Sofa. Geht natürlich auch. Wer macht das nicht? Also, wer kennt das nicht? Einfach bei fremden Leuten vorbeigehen, nicht mal Hallo sagen und sich aufs Sofa setzen.
Ihm sagen wir auch Maybe kurz taste Hallo. the magic Hallo. of the Mayan Ich muscat würde ihn sogar tree. präferieren, so als Freund. Hallo. Aha. Buster Boone, Wapato Sagen Sie mal, wie Machine. kommen Sie hier in hier Ah, rein? poor Hat der Kater Sie wieder Abgabe. mitgebracht oder was? Bloom, Apollochopper. Ja, ich bin Ooh, mir Mr. sicher, der Magic, Kater war's. beautiful. Sicher? Janobor, Ich weiß garantiert nicht. Petunia. Gunga Day, Yamada. Inshrip Nebo. Ochi Peachy. Was machen wir denn mal? Kobe? Ich würde eigentlich gerne über Nothing Interessen Clover. reden, genau, besonders mit Emilia, Neftegoshoi. nach Karrierefragen. Bonengravi? Pebble. Floimasharnu? Was machst du denn? Joyum. Happy I'm Apollochopper. Arbeitslos. Okay. Wir sind ja alle arbeitslos. Nachhaltig leben, da sind sie alle arbeitslos. Pflanzen alle Blumen an, machen nichts anderes. Alle arbeitslos. So, sie geht gerade auf Toilette. Die haben alle die neuen Toiletten, ne? Diese runden. Ich finde die auch cool. Hallo Garfield. Die habe ich auch erstellt. Ich finde ihn so niedlich. Er ist einfach so süß mit seiner coolen Rockerjacke hier. So, nach Tagfragen. Und nee, streiten wollen wir uns nicht. Kennenlernen wollen wir ihn weiter. Sie werden die gar nicht mehr oben angezeigt, die man jetzt gerade im Gespräch hat. Das ist ein bisschen schade. Da muss man erst hin und her scrollen, um zu gucken. Da ist er, James. Sie rutscht drüber und er geht weg. Bitte was? Ich liebe solche Situationen. Lernen wir ihn nochmal weiter kennen, Jake. Er ist Kind der Insel. Ich möchte aber eigentlich lieber ihn kennenlernen. Er sitzt ständig vor dem PC. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ihm für Merkmale gegeben hatte, aber anscheinend mit PC was zu tun. Über Interessen reden. Wir freuen uns mal wirklich mit den beiden an. Okay, Vampir kann er nicht sein, weswegen auch immer er gerade eine Fledermaus erwähnt hat. Das Addon habe ich nämlich leider nicht. Das ist eins der wenigen, die ich nicht habe. Aber vielleicht kommt das noch. Da tue ich mir das noch mal gucken. So, wir schwärmen jetzt hier vom Aufsprudeln. Ist ja auch wunderschön. So, Saft aufsprudeln ist echt super. Und reden über Interessen. Also, was wissen wir bis jetzt über ihn? Moment. Ah, da. Arbeitslos, aktiv. Ja. Nur nicht viel, ne? Kann man nicht zusammen was machen? Nee. Oh, ich gehe doch mal hier gerade mal den lieben Garfield streicheln. Garfield! Garfield geht weg. Garfield hat auch keinen Bock auf uns. Die Jungs haben keinen Bock auf uns. Garfield hat keinen Bock auf uns. Super. Läuft gut. Na, jetzt hat Garfield Bock auf uns. Yay, mal hin. Freundschaft anbieten. Oh nein, möchtest du nicht? Typisch Katze. Dann geben wir ihm mal ein Leckerli. Garfield möchte immer Leckerlis haben. So, hier, guck mal hier. Ah, wunderbar. Das nimmst du natürlich. Freundschaft nimmst du nicht, aber was zu essen. Oder sonst. Wir machen ihm mal ein Kompliment. Hey Mann, ich mag dich voll gerne. Bist echt voll der Hübsche. Echt, danke, ey, das weiß ich. Voll eingebildet. Ein bisschen seinen Tag verschönern. Vielleicht wird das ja was. Sieht schon mal ganz gut aus. So, es ist aber 18 Uhr und wir wollen uns nicht zu lange hier aufhalten. Na, wir müssen diesen Tag noch nicht zur Arbeit, aber nächsten. Wir könnten ja eigentlich mal mit ihm feiern gehen, ne? Gucken wir mal. Kann ich ihn einladen? Einladen zu.
Nee, ich möchte nur ihn mitnehmen, Jake nicht. So. Und dann laden wir ihn mal hier in die Bar ein. Und vielleicht können wir da ein bisschen tanzen mit ihm. Mit James. Vielleicht wird das ja was. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß, ich habe es mir jetzt einfach gemacht, den kennenzulernen, aber es ist einfach so, als wenn er nie vorbeilaufen oder so. Das kommt ja auch ganz oft mal vor. Gerade bei denen, die man halt eben in der Stadt eingesetzt hat. Und von daher habe ich gedacht, mach ich das einfach mal so. Wir machen ihm nochmal ein Kompliment von Herzen kommen. Er ist benommen. Warum ist er benommen? Yumbala. Ja, plaudert mit uns. Zusammen tanzen? Möchtest du tanzen gehen? Ja. Echt? Willst du mit uns tanzen gehen? Ja, mit mir tanzen gehen? Jetzt? Ja, 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 nein, ja. Was jetzt? Ja, okay. Yay. Wir verstehen uns gut. Ja. Das ist voll gut. Tanzt ihr? Was war das denn? Das war ja süß. Kann das normal machen? Boah, ich auch hier. Ich geh voll ab. Woo! Sie quatscht mich einfach voll. Ich tanze gerade. Er geht auch voll ab. Hat er bei mir abgeguckt. Ich hab's einfach drauf. Kennenlernen. Vielleicht finden wir da mehr raus. Was ist denn noch so? Aktiv haben wir bis jetzt? Das Sims, die nach der großen Liebe suchen, sind hier richtig. Eine Single-Nacht. Sims in Flirtlaune können sich zu günstigen Preisen Getränke spendieren. Ja, das passt ja. Wir sind ja gerade hier, ne? Oh, er ist Genießer. Okay. Wollen wir mal in Flirtlaune kommen, ja? Tag nochmal verschönern. Und dann flirten wir mal so ein bisschen, aber nur so ein bisschen. Hallo. Ja, ich spring drauf an. Sehr schön. Können wir nochmal über Interessen reden? Vielleicht verrät er uns auch noch das Letzte, was er so an Interessen hat. Ah, nein, noch nicht. Aber wir könnten mal ihn fragen, ob er denn Single ist. Sag mal, bist du Single? Ja, ist er. Sehr schön. So, das bringt uns ja jetzt nicht in der Rosebud Challenge weiter, aber immerhin lernen wir mal jemanden kennen. Oh, er muss dringend auf Toilette. Er geht weg? Wo ist er hin? Ja, tschüss, ne? Sagt niemand tschüss und haut einfach ab. Okay. Ja, das war eine tolle Verabredung. Er ist einfach stiften gegangen, ohne uns irgendwie weiter was zu sagen. Das ist ja super nett. Toll. Naja. Würde ich sagen, wir gehen auch mal zurück nach Hause, ne? Wenn er jetzt eh nicht mehr da ist, dann lohnt das ja nicht wirklich, dass wir hier noch weiter rumhängen. Der haut einfach ab. Gibt's doch gar nicht. Einfach. Tschüss. Ich meine, wir Frauen kennen das mit einfach Tschüss, aber das bei den Sims dann wieder zu haben, das ist auch so, wo man denkt, warum? Ich meine, ich habe mich gut verstanden mit ihm. Oder nicht? So, ab nach Hause. Zack. Wir haben immer noch 700 Simoleons. Können wir gleich mal gucken, ob wir damit irgendwie schon was anfangen. Vielleicht können wir ja irgendwas kaufen, was uns was nützt. Mal gucken. Nee. Na, vielleicht können wir uns eine Staffelei kaufen. Ich weiß nicht, wie teuer die ist. Aber irgendwas, wo wir es machen können, wäre super. Ja, wir können sie kaufen. Oh, das heißt, wir können anfangen zu malen und dann können wir damit auch gut Geld verdienen. Das ist doch schon mal gut. Ah, wir können ein Fahrrad kaufen. Ja, die fahren aber nur von alleine weg. Fahrräder kaufe ich nicht mehr, die fahren mir immer weg. Wir haben eine Staffelei. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir mit Malen weiter, weil das immer sehr gut Geld einbringt und auch schnell geht.
Das heißt, wir haben hier wieder eine tolle neue Quelle, um an Geld zu kommen, damit wir vielleicht bald mal ein Haus bauen können. Das wäre es ja mal. Ja, so. So. Okay, wir malen ein wunderschönes Strichmännchen. Im Mondschein. Ach, wie jetzt, das ist Kunst. Oder? Na, das ist doch schön. Nein, 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 hier bleiben, hier bleiben. Ich wollte da noch draufklicken. Oh, na toll. Wow. Okay. Wir sind schlafen gegangen, offensichtlich. Ist anscheinend in der First-Person-Perspektive nicht ganz so gut. Komme ich hier jetzt auch wieder raus? Hilfe! Okay, gut. Hat funktioniert. Oh, wir haben Sommer! Yay! Das ist doch super. Da ist draußen wohnen auch gar nicht mehr so schlimm. So. Hunger hätten wir gleich wieder. Haben wir denn hier wieder ein paar Karottchen? Nein! Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wir haben Sommer, juppie. Natürlich wächst dann hier nichts mehr. Mist. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Das können wir erstmal hier verkaufen. Verkaufen. Wunderbar. Auf dem Weg zum Ruhm. Sims können jetzt berühmt werden. Es gibt viele verschiedene Wege, ein Promi zu werden. Und wenn dein Sim seine Fähigkeiten verbessert und in seiner Karriere voranschreitet, öffnen sich neue Wege zum Ruhm. Dein Sim kann zum Beispiel berühmt werden, indem er die Schauspielkarriere einschlägt oder die Medienproduktionsfähigkeit an der Video- oder Musikstation erhöht. Halte nach Interaktionen Ausschau, die mit plus Ruhm gekennzeichnet sind. Sie helfen dir, ein richtiger Star zu werden. Das ist schön, aber wir wollen gar kein Star werden, weil wir sind hier ja in nachhaltig Leben und nicht in werde berühmt. Oh, wir haben unser Sommeroutfit an, haben unsere Haare mal ein bisschen geändert. Fühlen uns ein bisschen unwohl, weil wir halt eben Hunger haben. Ich meine, wir könnten jetzt wieder zu Nox rübergehen, der grillt bestimmt wieder. Das wäre ja was ganz Neues. Aber wir verkaufen hier erstmal alles und vielleicht können wir uns dann ja auch irgendwie... Weiß ich nicht. Reicht das schon für einen Kühlschrank? Ach, oh, wir sind abseits des Netzes, ne? Wir sind ja abseits des Netzes. Das heißt, wir können ja gar nicht einen Kühlschrank hier hinstellen. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Dann würde ich sagen, malen wir schnell noch ein Figurengemälde. Oh, und es wird wieder so ein schönes wie an einem letzten Tag. Aber immerhin haben wir gleich die erste Fähigkeitsstufe. Sehr schön. Wir haben die Malerfähigkeit erreicht. Jetzt machen wir gerade fertig und dann gehen wir wirklich zu Nox rüber, weil der grillt garantiert wieder. Er tut ja nichts anderes, er ist ja arbeitslos. Hat damit nichts zu tun. Sollte jetzt keine Beleidigung sein für einen Arbeitslosen. Ich habe selber gerade zurzeit keinen Job. Jetzt, wo ich das aufnehme. Durch die Corona-Krise. Von daher. Aber ich meine, ich sitze hier und streame. Beziehungsweise ich sitze hier und nehme auf. Und er, ja, grillt halt eben, ne? Von daher gehen wir mal rüber zu Nox, um uns ein Würstchen abzuholen. Oder einen Veggie-Burger. Irgendwas wird er schon wieder auf dem Grill haben. So. Er grillt nicht? Schockschwere Not. Was ist denn hier los? Du gehst aber bestimmt grillen. Ihr grillt immer. Ihr seid Familie Grill. Ja. Sag ich ja. Irgendwer grillt immer. Sehr gut. Wir hatten, glaube ich, noch einen Wachsblock, ne? Hatte ich das richtig? Ja. Sehr gut. Dann können wir noch eine Kerze herstellen. Ups. Und wir können auch hier vorne bestimmt wieder einen Wachsblock nicht holen, weil die Pflanze weg ist. Okay. Gut zu wissen. Also im Sommer gibt es diese Pflanzen nicht. Oh, ich mache das wieder auf schnell. Wir wissen ja schon, wie das aussieht. Das haben wir uns schon mal in einer anderen Folge angeguckt. So, jetzt haben wir noch eine Kerze und wir können uns wieder ein Gericht mitnehmen. Was hat sie denn da?
a Fibbid. Oh, sheer shahabery. Finia Payfim. Scoompa. Oh. Batanabi. Was ist das? Gorsoy. Josefina. Josefina? Josefina. Payvai. Peldo Debishi. Snibara Watanini. Viele neue Sims, ne? Also. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich die vorher schon hatte. So, Mampf. So. Gut, dann haben wir gut gegessen. Uns geht's wunderbar. Und damit beende ich dann heute diese Folge. Wir haben James kennengelernt und Jake und auch den lieben Garfield. Die drei. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, ob wir mit James weiter Kontakt suchen oder ob wir doch auf Jake mal ein Auge werfen. Gucken wir mal. Mit der Rosebud Challenge kommen wir langsam gut voran. Wir haben schon wieder einiges an Geld und haben auch zu Hause die Staffelei stehen. Und ich sage ja mal wirklich, die Staffelei ist einer der Dinge, die es wirklich einfach macht, dann Geld zu verdienen. Von daher denke ich mal, fangen wir in den nächsten Folgen dann auch irgendwann an, ein Haus zu bauen. Und dann geht's wirklich auch weiter voran. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Echt lieb von euch, dass ihr meinen Kanal immer wieder weiter anschaut, dass ihr Interesse daran habt. Das ist echt super. Ich freue mich da total drüber. Und ich sag euch einfach, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, was gerade bei euch für eine Uhrzeit ist. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.